Eher gesagt so ein göttlichen Schild. Das ist ja nice. Der greift zuerst an und dann kriegt er den. Das ist ja cool. Viel besser ist auch der Paladin. Wobei der Paladin konnte sich aber heilen. Victory. Victory. Wieso kriegt der Kleriker mehr XP als die anderen gerade? Wieder noch mehr Ratten. Was zum Geier. Dum, 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 dum. Oh ja. Ich sehe schon. Der Ritter ist OP. Zum Glück habe ich den freigeschaltet. Ich glaube, ohne den wäre ich vielleicht etwas verloren. Neue rote Äpfel. Boah, Level 4. Niederschrecken. Mache ich auch. Schwächen werde ich mir nie holen. Frontkämpfer. Hua! Zack. Das ist cool, eigentlich. So. Trefferwahrscheinlichkeit 2%. Angriff. Machen wir mal, ja. Ah, okay. Das ist nice. That's nice. Komm noch, mir gegen mehr Ratten kämpfen. Ist zwar vielleicht etwas langweilig gerade, aber ich muss es leider machen. Aber ist ja Anfang. Ich denke mal, ich werde mir dann noch den Druiden und den Magier holen. Einfach weil der Druide hier nochmal Bonus-Healer ist, weil wenn der eine Healer zufällig mal stirbt, dann habe ich noch einen anderen. Und zudem macht er hier auch noch, kann er noch Blutungsschaden machen, was ich sehr nice finde. Und der Magier ist einfach, weil er Magier ist. Und Feuerball ist OP. Boah, Alter. 7 von den Viechern. Komm. Das soll wohl ein Witz sein. Warte mal. Schlag. Oh, verdammt. Ich hab ja... Na, ganz toll. Grit, der Schottreffer. Frag mich nur, ob ich den, ob das der Schmied dann auch immer verbessert bleibt. Weil man kann ja, man hat, es gibt ja hier auch in dem Spiel einen Schmied und ich weiß nicht, wie hoch die Chance jetzt ist,
mit dem Schmied. Theoretisch könnte ich eigentlich mit der anderen Gruppe Gold farmen und das dann mit denen ausgeben. Also mal gucken, ob ich das noch machen werde. Wie viele Äpfel habe ich denn? Ach, er wollte noch 4. So, aber erstmal ins Schlafen. Der Krieger, was Mana hat. Der hat MP, wo stehen denn die MP? Ach, 8. 16 und 8, okay. Kämpfen wir wieder gegen Ratten. Ja, was Schwereres kann ich jetzt noch nicht machen. Ich muss ja erstmal die Quest hier zu Ende bringen. Dann kann ich auch was anderes machen. Hier, lieber Ritter. Oder lieber Herr Ritter. Spalten. Oh ja, yeah, Victory. Ja, ich habe 5 Äpfel und ich kann mir ein neues Partymitglied holen. Denk mal, was macht, kann eigentlich der Schurke? Betäubungsschlag, Angriff der 10% Schaden zufügen, das Ziel einer Runde außer Gefecht setzt, reduziert den körperlichen Widerstand um 2%. Doppelschlag, bewirkt einen zweifachen Angriff, der jeweils minus 40% Schaden zufügt. Gift. Überzieht deine Waffe mit einem Gift, das bei jedem Treffer zusätzlich einen Schaden bewirkt. Verschwinden. Ist im Schatten, was 2 Runden lang deine Bedrohung reduziert und deine kritischen Treffer wird um 5 erhöht. Stürken mag ich jetzt nicht so. Druide. Da würde ich eigentlich den Hünks nehmen. Der erinnert mich irgendwo ein wenig an Gronkh. Wie behindert der so aussieht. So, und der Bestie. Halt das Ziel. Setzt, versetzt dein Ziel in Schlaf. Erwacht und erleidet einen kritischen Treffer. Naturwiderstand um minus 2%. Das werde ich nicht nehmen. So, da werde ich mir den Hügel holen. Ja. Hey, Konsolen. Was? Okay. Konnte ich jetzt nicht mehr genau lesen. Steinhaut werde ich nicht nehmen, aber Spalten werde ich jetzt mal erhöhen. So, Wiederherstellung. 25 TP. Dann werde ich mal Drachenblut jetzt nehmen. Super, die Äpfel sehen aber lecker aus. Ob ich wohl ein paar verputzen könnte? Hier, Mampf, Mampf, Mampf. Nom, 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 nom. Nan, nan, nan. Ihr habt es geschafft, aber ich muss euch noch um einen weiteren Gefallen bitten. Geil, das Level up. Ihr kriegt gleich mal Zorn der Bestie. Na 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 na. Wobei ich hätte lieber noch Paris nehmen sollen, weil das Gute an ihr ist. Dass sie 50% hier die Schmiedekosten runtersetzt, kann ich das so machen, weil es gibt hier noch Ringe, die ich kaufen kann. Und mit denen kann ich dann wiederum
Oh, Ausrüstung. Moment, wo waren sie denn? Glühender Ring. Und hier, größere. Größeres glühendes Armband. Minus 20 Schmiedekosten. Oder minus 20% Schmiedekosten. Und da konnte ich einfach mal alle, die ich hatte, Paris geben und dann waren die Gegenstände umsonst. Aber, ganz ehrlich, ich will hier nicht cheaten oder sowas, so gesehen. Ich werde einfach diese Bonis dann einfach so nutzen. Auch wenn ich sie nicht habe. Das ist egal. Weil der Jüngste ist irgendwo besser. Ah ja, mal gucken. Jagdratte, Beutezug, Eskorte. Genau, Level 30. Zur Jagd, Ratte. Ein Mädchen tritt auf die so ruft verzweifelte Stimme. Ist sie süß, schöne Mädchen. In unseren Abenteuern. Das ist doch das Mindeste, was du tun kannst. Oder möchtest. Na gut, sie hat Charisma 19. Baumädchen. Im Dorf gibt es eine Rattenplage. Könnt ihr euch bitte so schnell wie möglich darum kümmern? Das Bauernmädchen ist total verängstigt. Das könnt ihr in ihren Augen sehen. Ihr helft nicht nur ihr, sondern auch dem ganzen Dorf. Das gibt Ruf beim Dorf plus 1000. Wow, tötet 5 Ratten. Jungs, halt die Fresse. Du bist erst seit vorhin in der Gruppe, ja? Spalten. Und er ist sowieso Level 2 und ich muss ihn aufleveln. Spalten. Ja, Victory! Oh, ich krieg sogar viel Gold. Und er ist fast Level up. Bauernmädchen, vielleicht sind die Gerüchte doch wahr. Ihr seid tatsächlich große Krieger. Wartet. Sie geht schnell in ihr Haus. Was ist denn jetzt los? Nochmal kurz die Nase pudern. Ah, so viele Rattenleichen am Boden. So langsam verdient ihr euch den Respekt der Dorfbewohner. Ja, ist auf Level 3. Regeneration. Der Dudu wird es natürlich schaffen. Oder wird es natürlich hier reißen. Lol, Tag 17. 17. Lol, nach jedem Kampf vergeht ein Tag oder was? Bringt Monster zur Strecke und halt dabei 15% mehr EP. Wieder Moss. Lol, Ratten. Müsst ihr dafür wohl in diesem Haus retten? Ihr seid so gemein. Viel Spaß mit meinen Monstern. So, das macht es etwas. Das macht es etwas schwieriger. Ihr könnt nicht vorbei. Zack. Ich sollte erstmal die dicken Ratten töten. Hammerwurf, Pam. Ich sehe schon, der Ritter ist hier der richtig harte Tank. Der Ritter, der wird's reißen. Da 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 da.
So. Klopp ich hier mal drauf. Ich hoffe, die Riesenratten zählen auch als hier als Ratten. Oder ich muss bloß ganz normal Ratten töten. Wäre dann etwas schlecht. Endlich! Ja, ist Level 4. Gaia Segen. Wodurch jedes Mitglied 5 MP regeneriert. Zwei Ratten. Ja, was Schwereres, bla bla bla. Da habe ich schon wieder vergessen, ins Wirtshaus zu gehen. Da-da-da-dam. Oder eher gesagt Gasthaus. Oh, in dem Spiel gibt es sowas wie Rüstung nicht. Plus hier den Widerstand und sowas. Und ich weiß nicht, ob sowas bei Rüstungen drauf ist. Muss ich mal nachschauen. Am besten, wenn ich beim nächsten Schmied bin. Victory. Oh, das sind schon Level 6. Endlich, endlich. Juppu. Yippie. Yippie, ja, ja, schon im Bocker. So, den Zirkel der Heilung erstmal verbessern. Gegenschlag. Bewirkt ein Gegenstand, der kritisch trifft wahrscheinlich mal 25 und senkt den erlittenen Schaden bis zur nächsten Runde um 50. Okay. Ihr habt es geschafft. Okay. Gut, aber würde ich sagen, so viel war es schon wieder von dem. Und ja, würde ich sagen, natürlich bewertet den Part, je nachdem, ob er euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros, praise the sun. Ja,